Moin Kinders, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch ein bisschen über Selbstliebe, Selbstexistenz, ist klar. Selbstakzeptanz, sorry, ich kann heute nicht sprechen, das ist ja so ein richtig großer Problem an mir. Deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, wir reden heute ein bisschen darüber. Macht euch auf jeden Fall ein Cappuccino, ein Kaffee, was auch immer ihr gerne trinkt. Ich habe mir auch einen gemacht, der ist mittlerweile schon kalt. Ja, aber ich würde sagen, wir starten. Zu Anfang, bevor wir beginnen, möchte ich natürlich euch allen erzählen, wie ich zu meiner Selbstliebe und zu meiner Selbstakzeptanz geworden bin. Ich kann das so schwer erklären. Deswegen würde ich sagen, wir labern einfach mal drauf los. Ich weiß nicht, wohin dieses Video genau führt. Ich weiß nicht, ob man mich verstehen wird. Ich versuche aber, mich so gut es geht auszusprechen. Und deswegen, ja, beginnen wir einfach mal so in dem Alter, wo ich schon unsicher war mit meinem Körper. Vorab möchte ich sagen, ich wurde bisher nie gemobbt wegen meiner Figur, weil ich war schon immer recht korpulent oder dick oder mollig, wie ihr es halt sehen möchtet. Ja, ich war schon immer dick. Schon als kleines Kind. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Aber wahrscheinlich hat das mit meiner Vergangenheit zu tun. Und die möchte ich hier jetzt auch nicht so mit euch teilen. Es ist mehr so private Sache. Vielleicht teile ich das irgendwann mit euch. Aber jetzt für diesen Moment noch nicht. Auf jeden Fall hat das wahrscheinlich daran gelegen, wegen meiner Kindheit. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine total schlimme Kindheit hatte. Aber so ein bisschen irgendwie schon. Und das hat dann dazu geführt, dass ich sehr viel in mich hineingefressen habe, weil ich eine Person bin. Ich möchte anderen Leuten mit meinem Kram nicht belasten. Deswegen habe ich nie über Probleme geredet. Deswegen bin ich auch ein bisschen depressiv und bin aber auch in Behandlung. Aber trotz Corona funktioniert es leider nicht ganz so gut. Aber momentan ist es noch gut. Meine Depression hat nichts mit mir persönlich zu tun, sondern mehr mit meiner Vergangenheit. Um das euch nun mal noch ein bisschen klarer zu sagen. Also nicht, weil ich nur eine Depression habe, heißt das nicht, dass es wegen meinem Äußeren ist. Auf gar keinen Fall. Das schon mal dazu. Auf jeden Fall, ich habe immer schon gemerkt, dass ich anders bin als andere Kinder. Halt wegen meiner Statur. Aber ich war immer schon ein Mensch, den das nicht so wirklich interessiert hat. Vielleicht wurde ich deswegen auch nicht gemobbt, weil eine Person, die Unsicherheit ausstrahlt, glaube ich, wird auch sofort als etwas sensibel eingestuft und demnach dann auch als Opfer angesehen. Ja, schon mal Triggerwarnung für die ganzen Leute. Ich möchte euch damit nicht angreifen, aber ich sag nur, wie es bei mir halt ist und ja, schon mal, ne, dazu. Auf jeden Fall wurde ich nie gemobbt und dann irgendwann, ich glaube so in der ersten Klasse habe ich dann schon mal Kommentare gehört, warum ist Lara dick? Wieso sieht sie so aus, wie sie aussieht? Weil manche Kinder das einfach nicht verstehen konnten, warum ich gerade so aussehe, wie ich aussehe. Das war verwirrend, weil alle schlank waren, immer in meiner Klasse. Ich war immer die korpulentste, immer die dickste und immer die größte in meiner Klasse. Deswegen, ja, wurden dann immer so ein paar Sticheleien, aber nicht als Mobbing. Also viele würden das jetzt vielleicht Mobbing sehen. Für mich war das jetzt kein Mobbing. Es gibt schlimmere Mobbings, muss ich sagen. Ich habe schon vieles erlebt von anderen Leuten und dagegen ist das wirklich nichts, weil ich habe mich da nicht mit beleidigt gefühlt, weil ich ja wusste, dass ich anders bin und ich fand es demnach nicht schlimm. Ja, aber irgendwann, ich weiß nicht, wo genau das mir richtig anfing, weil
irgendwann habe ich dann schon gemerkt, ich fühle mich ein bisschen unwohler und ich habe auch mehr zugenommen und ich bin total in mich gekehrt gewesen. Ich hatte nicht viele Freunde, und ich hatte, glaube ich, früher dann zwei Freunde gehabt oder drei oder vier. Ich bin mir echt gerade nicht so ganz sicher. Mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, die immer für mich da waren. Und aber irgendwann, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, aus dem heiklen Himmel, bin ich total unsicher geworden mit mir und habe auch von anderen Leuten gehört, du solltest doch lieber mal abnehmen und blibla blub, es ist ungesund. Natürlich ist dick sein nicht gerade gesund, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall wurde ich immer unsicherer mit mir und mit meinem Körper und immer unzufriedener und wollte unbedingt abnehmen, aber es hat halt nicht so funktioniert. Ich habe Diäten im sehr jungen Alter angefangen. Ich habe Shakes getrunken, habe es nie lange angehalten, habe davon sogar noch mehr zugenommen als vorher und habe dadurch dann noch mal mehr Unsicherheit in mir gefunden und dann wurde ich irgendwann nicht ganz so selbstbewusst, wie ich es als Kind damals noch war. Ich hatte dann irgendwann so in der fünften, sechsten Klasse, wurde ich dann immer mehr positiver wieder, weil ich mich einfach mit Menschen, die mich schlecht machen wollten, nur wegen meinem Aussehen, habe ich direkt mal gegen die Wand geklatscht, so nach dem Motto. Weil mit solchen Leuten wollte ich mich einfach nicht umgeben, schlechte Vibes wollte ich nicht um mich haben. Ich wollte Personen haben bei mir, die mich zu wertschätzen. Und ja, das hat ganz gut geklappt. Aber trotzdem hatte ich immer so eine leichte Unsicherheit mit meinem Äußeren. Ja, das lief auch eine sehr, sehr lange Zeit, bis ich 2014 oder 2015 mit Instagram angefangen habe. Also ich habe mir Instagram runtergeladen und war dann teils schon sehr schockiert, wie das Äußere dargestellt wurde. Zum Beispiel, dass Frauen nur schlank sind und dieses perfekte Instagram, wie wir es alle kennen und wie es einfach nicht normal ist. Es ist nicht normal, Leute. Da kommen wir dann auch zum nächsten Punkt und wie ich mich inspirieren lassen habe, das kann man wirklich schon inspirieren lassen nennen. Denn ihr kennt bestimmt alle, das ist jetzt Werbung, hier oben steht Werbung. ihr kennt bestimmt alle dieses, was auf RTL oder weiß nicht wo lief, Curvy Supermodel oder so. Das hat mir so einen Stoß gegeben in die richtige Richtung. Denn ich habe gesehen, was da für tolle Frauen waren und ich dachte mir, ich will das auch. Ich will unbedingt auch. Ich will mich in meiner Körperzone, in meinem Körper wohlfühlen, so wie ich bin. Und wollte das auch unbedingt. Ja. Und dann habe ich diese ganzen Mädels, die auf Curvy Supermodel waren, habe ich die alle abonniert auf Instagram und habe mir die Bilder angesehen. Und ich dachte mir so, wo ist das Problem? Wo ist das Problem, dass Frauen oder auch Männer mit einer Statur, die mehr ist als das Norm, so schlecht dargestellt werden, wie etwas Schlechtes, was etwas Schlimmes ist, was Ekliges? Und das konnte ich nicht verstehen und ich fand die alle sehr, sehr schön, sonst hätte ich sie nicht abonniert. Und es hat mir halt sehr viel Kraft gegeben, muss ich sagen. Wie gesagt, dass ich das auch machen wollte. Natürlich habe ich es nicht geschafft. Wie alt war ich da? Ich glaube 13 oder 14 oder 15. Ich weiß es halt einfach nicht mehr so genau. Schon echt lange her. Auf jeden Fall habe ich mir ein Beispiel daran genommen und wollte das genauso umsetzen. Ich wollte mich genauso wohlfühlen in meinem Körper, wie ich bin. Ich wollte mich akzeptieren mit meinem dicken Bauch, mit meinen Hängearmen, mit meinen Wabbelbein. Ich wollte mich so wohlfühlen, wie ich bin. Ich wollte nicht abnehmen. Ich wollte nichts an mir verändern, sondern so akzeptieren, wie ich bin. Und das ist das Wichtigste daran. Man muss sich so, wie man ist, gerade versuchen oder lernen, sich zu akzeptieren, weil alles andere
bringt nichts. Und dann irgendwann nach einer Zeit hat es dann tatsächlich Klick gemacht bei mir, wo ich dachte so, scheiß doch auf die Kommentare von anderen Leuten. Was interessiert dich, was andere denken? Und das müsst ihr auch. Ihr müsst anfangen zu lernen, euch selbst zu akzeptieren. Stellt euch vor dem Spiegel, gern auch nackt oder auch mit Unterwäsche, je nachdem, wie ihr das mögt. Aber am besten nackt, stellt euch vor dem Spiegel, betrachtet euch länger und fangt an, positive Dinge an euch zu sehen. Denn das ist so ein Ding, was einem sehr, sehr schwer fällt. Ich weiß das selber. Aber erst da fängt es an, dass man sich wertschätzt, so wie man ist. Und wenn du dich nicht respektieren kannst, wer soll es dann tun? Das ist dann die Frage. Wenn du ein unsicherer Mensch bist, mit dich selber unzufrieden, das strahlst du auch von nach außen aus. Andere Leute sehen es. Sie können dich gar nicht kennenlernen, weil du sehr, sehr vorsichtig bist, sehr eingeschränkt bist, in deiner Komfortzone bist. Leute können dich einfach nicht kennenlernen, so in wie du bist. Und das ist das Problem daran, dass man echt als allererstes lernen muss, sich zu akzeptieren, bevor man sich selbst lieben kann. Ja. Darauf trinke ich. Das war mein Beitrag dazu. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ich konnte mich verständlich aussprechen, dass ihr mich versteht und dass ihr wisst, ihr seid nicht alleine. Denn jede Frau, auch eine schlanke Frau oder auch ein Mann, ich will ja hier nicht verallgemeinern, sondern ich möchte für alle reden. Auch Männern geht es draußen so. Da habe ich mir hundertprozentig sicher. Denn ich kenne viele Männer. Was heißt viele Männer? Ich kenne ein paar Männer, die sind selbst sehr eingeschränkt. Und ja, traut euch, kann ich nur sagen. Lernt zu akzeptieren. Kommt aus eurer Komfortzone raus und dann könnt ihr auch anfangen, euch zu lieben. Ja. Wenn man das erst hingekriegt hat, dann funktioniert das Rest noch schneller, als ihr überhaupt gucken könnt. Und dann irgendwann, falls ihr dann sagt, ich bin zufrieden mit mir, aber ich könnte jetzt wirklich abnehmen. Leute, dann funktioniert das auch, wenn es hier oben Klick macht. Das sagt jeder, aber es ist halt wirklich so. Wenn es oben Klick macht, dann geht die Post ab. Nein, ihr wisst, was dann zu tun ist. Und ja, falls Fragen aufkommen sollten, dann schreibt sie mir doch gerne und in die. Ihr wisst und supportet mich gerne hier auf Instagram. Da rede ich auch öfters mal über solche Themen und dann besprechen wir das alles gerne zusammen. Unterstützt mich, wie gesagt, supportet mich. Support ist kein Mord, wie gesagt. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr das machen würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüssi.